Hallo, hier ist Jens aus Kreuzberg. Natürlich habe ich auch kein gutes Gefühl, wenn ich an die Situation da draußen denke. Ich habe natürlich die Möglichkeit, bei den Hausaufgaben mal wieder den Lernstoff der fünften Klasse mitzunehmen, um eine Gitarre. Wir sind alle von dem Virus betroffen, aber nicht gleichermaßen. Um zu Hause zu bleiben, braucht es ein Zuhause. Wer in Lagern wohnt, kann sich nicht sozial distanzieren. Wie soll Hände waschen bei nur einem Wasserhahn für 1300 Menschen funktionieren? Gesundheitsversorgung für alle. Solidarität endet nicht an Grenzen. Flüchtlingscamps evakuieren jetzt sofort. Und für alle, die draußen jetzt immer noch im Park rumhängen, in Gruppen, 1000 Leute halt zu Hause sitzen und Mensch, ärgere dich nicht. Bevor die anderen uns weggefahren sind.